Ja, das ist tatsächlich nochmal sehr emotional hier. Johannes Flum, dieser Musterprofi, wird nach dem Spiel seine Karriere beenden. Nach fast 200 Spielen für den Sportclub. Schon als 13-Jähriger war er für die Breisgauer am Ball. Er wird würdig verabschiedet und steht natürlich nochmal als Kapitän in der Startelf. Freiburg also in Rot und Weiß. Risch, und da kommt Jänicke angerauscht. Und für so eine Aktion kann es nur Elfmeter geben, ungestüm und ein bisschen vorgewillt hier Jänicke. Und es war schon vor dem Spiel klar, wer einen Elfmeter schießen würde. Und da steht er, Johannes Flum gegen Daniel Batz, ganz lässig und cool, 1:0. Und das ist das erste Saisontor des 34-Jährigen. Mensch, das passt doch alles zu seinem besonderen Tag. Deutlich weniger Harmonie bei Uwe Koschinat und dem 1. FC Saarbrücken. 6 Partien die Saarländer ohne Sieg. Und man möchte sich nicht mit einem Negativerlebnis in die Sommerpause verabschieden. Gnase nach feinem Doppelpass. Das ist unmittelbar nach dem Rückstand die Antwort der Saarländer, die ja lange dick im Aufstiegsgeschäft waren. Und die Gäste haben den Rückstand jetzt ganz gut weggesteckt. Kretschmer, Steinkötter. Und alle Saarbrücker schreien Elfmeter. Und es gibt auch den zweiten Elfmeter in dieser Partie. Auch das hat Schiedsrichter Glaser richtig gesehen. Die Hand von Ezequem sehr weit abgespreizt. Und im Kasten von Freiburg nicht Atubulu, sondern Niklas Sauter. Und er hält gegen Sebastian Jakob. Und aus Sicht von Saarbrücken passt das ins Gesamtbild. Also es ist einiges los hier an der Dreisam. Jetzt ist Freiburg mal wieder an der Reihe. Und hier völlig frei. Patrick Kammerbauer, und der versucht es technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Thomas Stamm, Freiburgs Coach, muss mit einem Umbruch umgehen in der kommenden Saison. Muss man allerdings jetzt noch nicht dran denken. Das ist eine sehr unterhaltsame erste Halbzeit. Und die letzte Chance im ersten Durchgang vergibt Julian Günther Schmidt. Kurz danach ist Pause und Freiburg geht mit einem 1:0 in die Kabine. Noch 45 Minuten also für beide in dieser Saison. Außer Flum werden weitere 9 Spieler nach der Saison den Sportclub verlassen. Jetzt müssen die Freiburger aber erst einmal aufpassen. Jänicke wird gerade noch so abgeblockt. Der zweite Durchgang allerdings mit einigen Anlaufschwierigkeiten. Und nach gut einer Stunde ist dann definitiv Schluss für Johannes Flum. 131 Mal in der Bundesliga am Ball. Und er wird der Freiburger Fußballfamilie erhalten bleiben und als Co-Trainer der U16 arbeiten. Ansonsten alles doch ja schon so ein wenig im Urlaubsmodus. So richtig viel passiert nicht mehr. Und das ist nochmal Kammerbauer, probiert es aus der Distanz. Patrick Kammerbauer, auch er wird den Sportclub verlassen. So lange haben wir nicht mehr hier. 11 Minuten noch zu spielen und Saarbrücken wird noch mal ein wenig zielstrebiger. Günther Schmidt und Sebastian Jakob drückt den Ball dann irgendwie zum Ausgleich ins Tor. Sebastian Jakob nach seinem verschossenen Elfmeter dann doch noch mit dem Treffer. Sandrino Braun kommt er nicht mehr hin. Und ja, mit so einem Körperteil schießt du auch nicht jeden Tag ein Tor. Danach passiert hier nichts Wesentliches mehr. 1:1, das ist das gerechte Endergebnis. Und nach diesem Spiel gibt es nur einen einzigen, den man hören muss. Und das ist Johannes Flum. Ich habe hier im Stadion mein erstes Profispiel vor 14 Jahren gemacht. Darf heute mein letztes machen. Das noch mit einem Tor. Meine Familie ist da, meine Freunde sind da, Bekannte. Die Sonne scheint, also viel, viel mehr geht nicht. In 184 Einsätzen als Profi für Freiburg schoss Johannes Flum gerade mal 12 Tore. Und mit seinem letzten sagen wir Tschüss, Flumi. Alles, alles Gute.